ich mich zur Abwechslung auch mal etwas gesünder ernähren wollte, dachte ich, zaubere ich mal eine richtig leckere, bunte Gemüseplatte. Und das geht super einfach. Als allererstes habe ich mir ganz viel Gemüse besorgt, habe dann die Gürkchen geschnitten, die Möhrchen, Kohlrabi, Paprika und natürlich auch ein Paradieschen. Das darf schön bunt sein. Ich habe dann erstmal alles schön fertig geschnibbelt. Dann habe ich mich noch an die Dips gemacht. Die sind super lecker geworden. Also in den ersten Dip habe ich einfach nur gehackte Petersilie, Knoblauchpulver und Salz reingemacht. Und den nächsten Dip habe ich dann einmal Schnittlauch reingemacht, Salz, Knoblauchpulver und dann auch noch Chili. Ich habe das Ganze dann miteinander vermengt und dann waren die Dips auch schon fertig. Dann ging es einmal ans Anrichten. Ich habe das alles in einer Auflaufform gemacht. Als allererstes kamen dann einmal die Gürkchen hinein und natürlich auch noch die Möhrchen, den Kohlrabi, Paprika, Blumenkohl und zum Schluss auch noch die Radieschen, damit es auch ganz schön bunt wird. Am Ende habe ich das dann alles natürlich noch mit Brot serviert und es hat wirklich allen sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Also macht es unbedingt nach. Viel Spaß beim Nachmachen.